Das ist der Natur im Garten Musterschulgarten. Und es geht uns darum, hier Elemente zu zeigen, mit denen Schulen arbeiten können. Denn der Garten ist ein wunderbarer Lernraum für alle Fächer, nicht nur für Biologie. Und insofern bieten wir alle Elemente an, die zum Lernen tauglich sind. Das ist die Freiluftarena. Wir haben den Kindern Zusammenhänge veranschaulicht zwischen Samen, Keimung, der Entwicklung einer Pflanze bis hin zum Vergehen. Solche Kreisläufe lassen sich gut aufs ganze Leben umlegen. Es ist eine wichtige Lernerfahrung für die Kinder. Und wir arbeiten vor allen Dingen mit allen Sinnen. Das heißt, die Kinder können viele verschiedene Farben entdecken, Formen entdecken. Wir schauen, dass die Programme und der Unterricht anschaulich sind. Die Kinder können riechen, sie können schmecken und sie hören natürlich auch sehr viel Vogelstimmen. Sie hören das Rascheln der Blätter, wenn der Wind hindurchfährt. Und dieses Erleben mit allen Sinnen führt zu einer körperlich gesunden und seelisch ausgeglichenen Entwicklung. Im Vergleich zu dem relativ statischen Schulalltag ist Bewegung ein sehr, sehr guter Ausgleich. Das ist auch sehr gesund. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel lange gesessen sind und zugehört haben, dann ist es ideal, wenn sie sich nachher auspowern können und dann eben spielerisch etwas lernen können. Die Kinder sind meistens sehr begeistert, wenn sie an aromatischen Pflanzen riechen oder auch sehen, dass es eben nicht nur eine bestimmte Struktur am Blatt hat, sondern dass das auch mit einem Geruch verbunden ist. Da merken sie sich das viel besser und kennen das auch oft schon aus der Küche, wenn sie zum Beispiel mithelfen bei den Eltern. Oder Schnittlauch, das essen sie sehr gerne auf Butterbrot, das ist dann auch meistens sehr bekannt. Und ganz beliebt ist auch das Cola-Kraut. Das ist so eine Pflanze, die immer ganz gut ankommt, weil Cola kennt, glaube ich, so gut wie jedes Kind. Und das mal als Kraut zu sehen, ist eine sehr gute Alternative. Man merkt deutliche Unterschiede zwischen den Kindern, die Naturerfahrungen schon haben und die also keine Scheu haben, Tiere anzufassen, Pflanzen anzufassen. Und es gibt Kinder mit sehr starken Unsicherheiten, wo es vielleicht auch darum geht, Ekel oder Abscheu oder vielleicht auch die Fremdartigkeit dessen, was sie noch nie in der Realität gesehen haben, zu überwinden, für sich zu entdecken und zu erforschen. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, selber Gemüse anzubauen, das zu pflegen, zu gießen, dann auch zu ernten, zu waschen und zuzubereiten, haben sie einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln. Dann essen sie das viel lieber, wenn sie davor irgendwie schöne Dekorationen anbringen konnten, wenn das Ganze dann bunt ausschaut. Dann essen sie viel lieber Gemüse und das steigert auch das Bewusstsein zu Lebensmitteln. Bei dem Spiel Marienkäfer und Blattlaus lernen die Kinder, dass es immer ein Kreislauf ist. Die Blattlaus, die mit ihrem Rüssel Pflanzen ansticht und Pflanzensaft saugt, ist aus menschlicher Sicht ein Schädling. Und hier habe ich also einen Schädling und einen Nützling, stelle also eine Räuber-Beute-Beziehung dar. Das heißt, wenn alle Marienkäfer die Blattläuse gefangen haben und nur noch Marienkäfer übrig bleiben würden, würden die Marienkäfer verhungern. Also wir brauchen im Garten immer beides, Blattläuse und Marienkäfer.